Das Sauriermuseum in Ahrtal. Ein faszinierendes Museum in der Schweiz. Das Museum besticht durch seine große Sammlung an originalen Dinosauriern aus der Jurazeit. Diese wurden in Wyoming vom Sieber-Team ausgegraben und im Museum präpariert. In regelmäßigen Abständen finden im Museum neue themenspezifische Ausstellungen statt. Ein ganz besonders faszinierendes Thema sind die Masterpieces. Hans-Jakob Sieber führt uns durch diese einmalige Ausstellung. Ich habe viele Fossilien gesammelt. Meine eigentliche Fossilienversammlung besteht noch aus vielen hundert Stücken, aber das sind die 50 bedeutendsten Stücke aus der Sammlung. Meine Kriterien für diese Ausstellung waren, dass sie sowohl als paläontologisches Belegstück, aber andererseits muss auch die Ästhetik stimmen. Es muss sich um ein sozusagen künstlerisches, wertvolles Stück handeln, das auch gut präpariert ist. Haben Sie in dieser Fülle der Sammlungen auch ein Lieblingsstück? Wenn ich nur eines mitnehmen dürfte und die anderen alle zurücklassen müsste, so würde ich wahrscheinlich diesen speziellen roten Ammoniten wählen. Es gibt viele Ammoniten, es gibt Zehntausende oder Hunderttausende von Ammoniten, aber das ist nun ein ganz spezielles Stück. Es ist der absolute Höhepunkt meiner Sammlung. Es ist mein Lieblingsstück und es ist einfach ein Traumstück. Dieses Stück Ammonit ist nicht nur wunderschön eingebettet im Zentrum dieser Gesteinsknolle, sondern die eigentliche Perlmuttschale ist noch erhalten und diese Schale ist durch den Versteinerungsprozess noch zusammengedrückt worden und das hat diesen opalisierenden Effekt enorm verstärkt, sodass jetzt dieser Ammonit in einem unglaublichen Rot leuchtet. Wenn ich mich da so umschaue, dann wirft es mich fast zu Boden. Jedes Stück ist einmalig und auf so engem Raum so etwas zusammen, das hat, glaube ich, die Welt noch nie so gesehen. Und wie kommt es gerade, dass Sie diese Stücke ausgestellt haben? Das ist meine Lernsammlung. Ich habe ja Paläontologie im Alleinstudium gemacht und damit ich mir dieses Fossil besser merken konnte, habe ich mir von jedem Typ, den ich den Finger drauflegen konnte, ein schönes Exemplar auf die Seite gestellt. Bei diesem Stück handelt es sich um ein 35 Millionen Jahre altes Säugetier. Und zwar eine Säugetierart, die es heute nicht mehr gibt. Von dem weiß man, wie es zu Tode gekommen ist.
versuchte sich bei einem Sandsturm in seine Höhle zurückzuziehen und wurde in dieser Höhle vom Sandsturm überrascht und erstickt. Es ist wie eine Art Pompeji, aber noch viel, viel älter als Pompeji. Hier haben wir eines der ältesten Vogelfossilien. Es ist ein echter Vogel, 50 Millionen Jahre alt, und er scheint eben vom Himmel gefallen zu sein oder noch im Fallen zu sein und stürzt hier gewaltig aus dem Himmel auf die Erde. Er ist in seiner Ganzheit völlig erhalten. Das ist gerade bei Vogelskeletten außerordentlich selten. Dieser Ammonit stammt aus den hohen Anden von Peru. Wir haben hier zwei verschiedene Sorten, die einen mit dem Kiel, das sind die großen, und dann die kleinen, die sind so perfekt arrangiert. Dieses Exemplar wurde auf über 4500 Metern Höhe geborgen, stammt aber aus kreidezeitlichen Schichten, die etwa 120 Millionen Jahre alt sind und die durch die Gebirgsfaltung von ursprünglich mehrere hundert Meter in Meerestiefe aufgefaltet wurden auf 4500 Meter Höhe. Was fasziniert Sie so an den Fossilien? Wenn ich die Fossilien anschaue, so kommt dieser Gedanke, dass die Welt eigentlich schon so lange existiert hat. Es sind unendlich lange Zeiträume, und das ist etwas absolut Faszinierendes, was sich alles in diesen unendlich langen Zeiträumen ereignet hat, wie sich das Leben entwickelt hat durch die verschiedenen geologischen Perioden hindurch und wie jede Periode wieder ihren eigenen Charakter hat und wie sich das gewandelt hat und wieder gewandelt hat und wieder gewandelt hat. Und das zu dokumentieren, finde ich eigentlich fantastisch, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir zurückreisen können in einer Zeitmaschine und uns anhand von den Fossilien, die uns übrig geblieben sind, zurückversetzen in die Zeit, die mal war, vor 100 Millionen Jahren, vor 200 Millionen Jahren und noch weiter zurück. Dieses Stück ist eines der rätselhaftesten Fossilien, die wir haben in unserer Ausstellung. Es handelt sich um einen Urorganismus, uralt, 650 Millionen Jahre alt, aus der absoluten Anfangszeit des Lebens auf unserem Planeten. Wir wissen nicht genau, um welche Lebensform es sich handelt, vermutlich irgendwelche Algen, Blaualgen, die sich praktisch in der Ursuppe der Meere entwickelt hat und sich in Kolonien angeordnet hat, die ein wunderschönes Muster darstellen. Es ist kaum zu glauben, aber dieser Seestern, der noch absolut lebendig aussieht, ist schon vor 150 Millionen Jahren gestorben. Damals, als noch das Jurameer die Schweiz, das schweizerische Mittelland bedeckte, und umgeben ist dieser Seestern von Schlangensternen und symbolisiert für mich eben diese außerordentlich faszinierende Zeit, als das Jurameer noch weite Teile von Europa bedeckte. Bei den Fossilien ist halt eben so, man kann sie zwar suchen, aber man kann nicht etwas Bestimmtes suchen, sie kommen zu einem, wenn das Schicksal es will. Diese Trilobiten wurden in einer Knolle gefunden. Wenn die Knolle aufgeschlagen wird,
liegt im Normalfall ein Trilobit drin. In diesem Fall haben wir zwei, sozusagen ein Liebespaar, das jetzt seit 450 Millionen Jahren zusammen liegt. Auf der einen Seite ist das positiv, auf der anderen Seite das negativ. Wir haben hier ein Stück, das erst vor relativ kurzer Zeit in der Sahara-Wüste entdeckt worden ist. Dort, wo heute Sanddünen sind, war vor 340 Millionen Jahren ein großes Meer. In diesem Meer lebten Organismen wie Schlangensterne und Trilobiten und auch riesige Panzerfische. Ein solcher Panzerfisch ist offenbar hier gestorben. Wir haben hier Teile von seinem Schädel, zerstreute Teile vom Schädel erhalten. Und die Schlangensterne haben sich offenbar und mit den Trilobiten an diesen Aasteilen gütlich getan und sind plötzlich von einer Schlammlawine zugedeckt worden. Und in diesem Zustand haben die Fossilienjäger das heute entdeckt. Wir Menschen können unsere Geschichte zurückverfolgen. Meistens verfolgen wir sie ja nur geschichtlich zurück, bis zu den alten Römern oder den alten Griechen und den Ägyptern. Und dann hört es meistens schon auf. Bei uns beginnt es eigentlich erst bei 1 Million Jahre in der Eiszeit. Und dann verfolgen wir die Räume zurück durch das Tertiär und das Altertiär und dann in die Dinosaurierzeit und dann in die Zeit vor den Dinosauriern, bis zurück zu den allerersten Organismen, die auf unserer Welt lebten. Das sind so gewaltige Zeiträume, dass man sich das kaum vorstellen kann. Wir haben hier eine Kolonie von Seelilien, versteinerten Seelilien, die rund 100 Millionen Jahre alt sind. Und trotz ihres Alters scheinen sie immer noch zu tanzen im Meer, im Kreidemeer von Nordamerika. Es ist einfach wunderbar, dass es nach 100 Millionen Jahren noch ein Tier gibt, das als Skelett und als Versteinerung noch so lebendig wirkt. Diese Welt der Fossilien und der Steine war eben Teil meines Lebens. Mein Bedürfnis ist es, das besonders mit der Jugend zu teilen. Ich denke, man muss der heutigen Jugend auch mitteilen, es gibt heute noch mögliche Abenteuer. Es ist noch lange nicht alles erforscht, was man erforschen kann. Es gibt noch tausend Dinge, die irgendwo auf der Welt versteckt liegen und die man nur aufzusuchen braucht. Und es gibt die tollsten Entdeckungen noch zu machen im nächsten Jahrhundert. Also junge Leute,
geht hin und studiert die Dinge und geht ausgraben und forschen. Es gibt da noch viele Dinge zu entdecken.